Oh, ich habe gerade erstmal die ganze Zeit die Klappe gehalten, weil ich gedacht habe, dass da drin irgendetwas kommt. Ah. Es ist also nicht immer so, wie man denkt. Das ist auch ein bisschen zermürbend. Ab nach oben. Dass die Teile manchmal immer so lange brauchen, bis die reagieren. Peng, peng, peng. Es dauert mir zu lang. Okay. Wunder gerne, das mache ich liebend gerne. Ich habe nämlich viel zu viele Sachen. Ah. Wie viel kann denn im... Achso, im Inventar abgebildet werden, ja gut. Auswählen. Wie mache ich das denn dann? Bin safe. Ich werde wahrscheinlich noch genug Munition finden, daher dürfte das nicht so problematisch werden. Alles gut, ich komme direkt, um mal den neuen Anzug holen. Warum eigentlich nicht? So, dann sehen wir schon mal das erste Update von unserem neuen Anzug. Dann sind wir nicht mehr diesen komischen Strampelanzug, den wir da gerade haben. Dann sehen wir zumindest, glaube ich, etwas gerüsteter aus. Ich meine, wenn das da so abgeriegelt wird, wie muss das dann für den Isaac aussehen mit dem ganzen Licht? Er kriegt doch dann nur die totale Reizüberflutung. Aber, also jetzt sieht es schon mal aus, als wenn der damit wirklich irgendetwas aushalten könnte. Ich bin oft und gern für Energieknoten. Updaten. Upgraden. Der ganze Müll. Also, ja, ein bisschen Schulterpanzerung. Ein bisschen... Brustpanzerung, Torsopanzerung. Ja. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Jetzt können wir unseren Anzug, unseren Rig auch direkt mal etwas... Luft. Erstmal normal. Das Stasemodul brauche ich jetzt wohl noch nicht so viel. Das sollte ich aber später auch... aktualisieren. Ist hier irgendwas dran? Nein. Also, weiter. So. Das war jetzt das erste Kapitel. Genau. Neuzugänge. Ja, sicher speichern wir. Annehmen. So. Ah ja, die Kinese ist auch etwas, was wir neben der Stasis auch noch dazu bekommen. Wobei wir die Kinese, habe ich auch von meinem Bruder gehört, dass die uneinschränkbar nutzbar sein soll. Werden wir gleich dann aber noch sehen. Ich will mich umdrehen. Cutscene, macht er halt selber. Aha. Ich frag mich, wie groß das Teil im Ganzen ist. In Ordnung, McCoy. Er ist hier. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich wusste, du würdest kommen, wie du es gesagt hast. Ich habe das hier für dich aufbewahrt. Kann ich jetzt gehen? McCoy will mich zum Shuttle bringen. Ja genau, ich spack erstmal ab. Also ich weiß gar nicht, was die an dem Typen hat, also der ist doch total madenbesetzt. Und sonderlich gesund sieht die auch nicht mehr aus und am rumzappeln. Da, was muss der für einen Tritt haben? Die hat sich gerade noch gesund und munter bewegt. Und jetzt ist... ja, pff, einfach wegtreten. Meine Fresse.
muss auch sehr lecker sein. Na, 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 na. Achso, ja, Chinese. Mal ausprobieren. Hier der tolle Dr. McCoy. Wie ist schießen? Okay. Dann wissen wir das auch schon. Ah, mit dem geht das einfacher. Schemata, ja. Nee. Flammenwerfer. Das denke ich auch schön effektiv. Na, es bleibt offen. Ah! Isaac, sind Sie noch da? Sie wurden angegriffen. Kendra ist tot. Gerade war sie noch hier und dann... Ich kann nicht glauben, dass ich sie verloren habe. Wir können das noch schaffen. Bringen Sie mir die Codes von der Rig des Captains und dann suchen wir Nicole. Die Crew hat die Tür zum Erste-Hilfe-Flügel verbarrikadiert. Sie müssen sie sprengen, wenn Sie zum Leichenschauhaus wollen. Besorgen Sie sich Thermit in der Medikamentenausgabe und ein Schockpad aus der Zero-G-Therapy am Ende des Flurs. Mit diesem Rauschen ist die Kommunikation zwecklos. Mir geht's so wie Isaac, wenn er auf dem Boden auftritt. Ah! Muss der einen so erschrecken, wenn er einfach nur mit einem reden will? Meine Fresse. Okay, Lebenserhaltung. Na, 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 na. Da müssen... Oder da. Diagnostik. Wo sollen wir das lang? Dahin, okay. Übrigens, nur weil eine Person weg ist, heißt das nicht gleichbedeutend, dass sie auch tot ist. Aha. Das kennt man ja aus vielen Filmen oder irgendwelchen anderen Spielen. Dass dann irgendwann einfach die Person einfach mal wieder auftaucht.